Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Battlefield Hardline. Ich bin hier im Menü, denn ich will noch mal ganz kurz so mein letztes Fazit. Es wird tatsächlich mein letztes Fazit und wahrscheinlich auch mein allerletztes Battlefield Hardline Video werden. Warum, erkläre ich später. Was ich hier noch im Menü zeigen will, ist, dass es wohl jetzt alle Waffen irgendwie und alle Gadgets geben soll. Ehrlich gesagt, also in der Beta jetzt sollen anscheinend laut einem Facebook-Post von Battlefield alle möglichen Sachen drin sein. Ich persönlich sehe jetzt hier gar nichts. Wir gehen jetzt mal einfach schnell durch. Ist hier irgendwas neu? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, geil. Ich sehe jetzt gerade gar nichts. Aber die haben geschrieben irgendwie, ab jetzt sind alle Waffen, alle Gadgets verfügbar. Verstehe ich nicht. Das ist doch neu. Nee, doch nicht. Geil. Ja, geil. Ich glaube, hier ist gar nichts neu. Mal ganz kurz noch einen Blick auf den... Moment, das hier ist neu, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Bla, bla, bla. Kennen wir alles schon. Langweilig. So, los geht's. Wir starten mal ganz... Wir spielen hier übrigens... was spielen wir denn? Wir spielen High Tension. Also auf der Map High Tension spielen wir Haste. Ja, jetzt habe ich aus Versehen den Sniper ausgewählt. Egal. So. Ich werde, wie gesagt, mein... Wahrscheinlich. Ich will noch nicht hier alles vorwegnehmen. Ich gebe dir, hab das Spiel noch nicht abgeschrieben, aber schon so ziemlich. Warum? Werde ich jetzt hier so im Laufe erklären, während ich hier so ein bisschen rumfahre. Und müssen wir jetzt hier eigentlich machen? Achso, wir sehen die Gegner. So, zack, mal ab. Geil. Erstmal einen Roadkill rausgehauen. So. Ich bin übrigens gerade gut drauf. Nicht so in Hater-Laune, aber das bedeutet, Battlefield wird nicht so viel zu spüren bekommen. Alter, ohne Spaß. Müssen wir in die... Achso, da hinten auf der Brücke ist das, oder was? Ah, okay. Alter, ich sehe gar nichts in dem Raum. Was haben wir denn am Start? Granaten? Upsala. Irgendwo hinwerfen? Schau sie dir an, ey. Jawohl, ey. Läuft richtig gut, Junge. Aber daran liegt es auch nicht, dass ich das Spiel hasse. Hasse nicht, aber dass ich es nicht so mag. Boah, lol. Hat er mich noch weggehauen. Nice. Also, fangen wir mal an. Ich muss ganz ehrlich sagen, also... Ich persönlich, nur ich, ja, das ist jetzt keine rein objektive Meinung oder irgendwie eine Meinung, die wirklich, keine Ahnung, die man akzeptieren muss. Aber ich persönlich, ich meine, man kann ja irgendwas machen, oder? Man kann sich doch irgendwie so rauslehnen. Wie ging das? Irgendwie konnte... Ah, so, das ist witzig. Mit Y kann man sich so rauslehnen, das finde ich ganz cool. Ja, nettes Feature, war es auch schon wieder. So, jetzt blende ich hier mal ganz kurz. Ey, du Wichser. Ah, stand da drüben noch einer. Ich finde das Spiel Battlefield Hardline, so wie es jetzt in der Beta präsentiert wurde, Stand Beta, also ich, wie gesagt, ich bin ja ganz vorsichtig, aber Stand Beta ist das Spiel einfach, meiner Meinung nach, das mit Abstand schlechteste Battlefield, das jemals gemacht wurde. Also das ist, ja, und warum das so ist, bevor ich jetzt hier gleich wieder irgendwelche Schimpfwörter so euch um die Ohren haue, will ich nochmal erklären, warum ich das so sehe. Ich finde einfach, das Spiel ist, und das ist mir als Spieler wichtig, ein Spiel muss in gewisser Weise mit Liebe gemacht sein. Wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich da sehen, dass ein Entwickler Arbeit reingesteckt hat, dass er ja, sich was einfallen lassen hat, dass da Ideen kommen, dass da Kreativität zu sehen ist, dass da irgendwie ja, ein richtiges Spielerlebnis zu sehen und zu fühlen ist. Ich habe das hier, Battlefield Hardline, gar nicht. Also, ich weiß noch, in der ersten Folge war ich richtig euphorisch. Geil, Cops gegen hier Banditen. Ach, ich habe auf Semi die Waffe gehabt. Das ist natürlich scheiße. So. Boah, Alter, wie gut ich gerade bin. Also, ohne Spaß liegt nicht daran, dass ich das Spiel einfach nicht kann. Ich finde es einfach lieblos. Und das ist, ja, schade. Mal schauen, wo ich jetzt sitze. Ich hinten drin. Finde ich einfach schade und auch ärgerlich, weil ich Battlefield echt mag. Also Battlefield 3 fand ich super. Battlefield 4 nicht mehr so ganz, weil es halt nicht so viele Neuerungen hatte. War aber immer noch ein klasse Spiel, weil es einfach geil aussah. Es hat alles, was Battlefield 3 hat. Wow, lol, ich bin ausgestiegen. Ja, geil. So, ich kann dich jetzt mal beschützen, mein Freund. So, gib mal die Ware ab, Junge. Es hat alles, was Battlefield 3 auch hat, nur eben mag ich das Waffenhandling persönlich mehr. Das ist ein bisschen anders, ja. Jawohl, ich hab da... Oh, nein! So ein Wichser.
Ich werde noch ein paar mehrere Runden spielen, bis ich alles zu Ende gelabert habe. Aber ich finde einfach bei Battlefield Hardline, das soll ja so ein bisschen neues, ja, durch das neue Setting, durch die neuen Modi und so weiter, soll das ja nicht mit Battlefield 3 oder 4 verglichen werden. Aber es ist einfach, wenn man sich die Fehler anschaut, wenn man sich die Grafik anschaut, wenn man sich, ja, so die Bugs und so anschaut, ist das wirklich Battlefield 4 mit denselben Bugs in einem anderen Setting mit anderem Waffenhandling. Also, und das ist auch kein geil. Ich finde das Waffenhandling ehrlich gesagt nicht so geil. Erinnert mich ein bisschen an. Von wo? Erinnert mich irgendwie an. Alter, what the fuck? Boah, ich stehe da oben drin. Aber das ist, glaube ich, einfach Geschmackssache, das Waffenhandling. Ich finde es ein bisschen, ja, keine Ahnung, komisch. Fühlt sich nicht so echt an. Nicht so realistisch. Aber das ist jetzt wirklich Geschmackssache. Aber ich finde einfach diese. Also man hat Battlefield 4 und dann sieht man einfach, da wird ein Nachfolger gemacht. Also kein Nachfolger, aber ein Spiel gemacht. Und das hat einfach dieselben Fehler. Da frage ich mich halt echt, was sich die Entwickler dabei denken. Wenn die ein neues Spiel entwickeln, das einfach Fehler. Also es ist die Beta, klar. Aber wenn man sich Battlefield 4 anschaut, und das ist nicht mehr in der Beta, zumindest sollte es nicht in der Beta sein. Eigentlich ist es schon in der Beta, aber ne? Vollversion ist draußen. Schießt er da auf mich oder? Es kommt da angeflogen. Nix. Und das sieht einfach aus wie eine Mod. Also es wurde schon öfters damit so bezeichnet, dass es eben eine Mod von BF4 ist. Ich habe das am Anfang nie so ganz geglaubt, weil es halt wirklich ein komplett anderes Setting ist und auch anders aussieht. Aber es ist einfach, also ich meine, das, was hier gemacht wurde, was Battlefield Hardline ist, das ist, da nimmt man sich ein Team aus ein paar Leuten, begnadete Modder, die es drauf haben, solche Leute, die altes Live erstellt haben oder so, oder solche Leute, die DayZ gemacht haben, die sind ja richtig talentiert. Wenn die Texturen von Battlefield 4 in die Hände kriegen, die Engine, alles was dabei ist, und dann könnten die daraus locker, also da bin ich mir wirklich sicher, dieses Spiel hier machen. Und allein das ist irgendwie für mich schon so ein bisschen der Grund, zu sagen, Leute, what the fuck, ihr verkauft ihr ein Spiel, das einfach, ja, im Prinzip das Geld irgendwie nicht wert ist. Also das sehe halt ich so, das ist halt mein Problem mit diesem Spiel. Das ist ja alles ganz nett gemacht und so, die Idee ist ganz witzig, aber auch komisch umgesetzt. Also ich finde, die Modi sind mir zu chaotisch. Vor allem das Setting passt einfach nicht zu diesem chaotischen, also dieses Setting, Cops gegen Schurken, gegen Diebe, das stelle ich mir und viele andere auch viel taktischer vor. Man hat es ja gesehen bei Rainbow Six Siege, die Leute waren geflasht, als das auf der E3 gezeigt wurde. Ich fand es auch mega geil, das Gameplay, das gezeigt wurde. Ob das dann auch so am Ende so wird, ist die Frage, aber sie wollen da schon eher in die taktische Richtung gehen, bei Rainbow Six Siege. Man hat noch nicht so viel gesehen, aber es wirkt wirklich taktisch, was mich sehr freut. Und ich finde, das Setting passt einfach nicht zu Battlefield. In Battlefield passieren so viele komische Sachen, so viele chaotische Sachen. Das feiert man in Battlefield 3, 4, Bad Company, was auch immer, in allen Battlefield-Teilen. Aber in diesem Setting feiere ich es einfach nicht. Ich meine, schaut es euch an. Wir haben jetzt hier Helikopter. Mit MGs, also das glaube ich, nee, das ist jetzt nur ein Transporthelikopter, sorry, aber mit, gibt es hier irgendwie so einen Panzer hier. Also ein L, das ist es, ne? Genau. Mobile Command Post. Das ist eigentlich nichts anderes als ein LAV. Ich glaube, das war die Bezeichnung, oder? LAV war doch der leichte Panzer, glaube ich. Ihr könnt es euch Spaß ja mal anschauen. Der hat nämlich oben Geschütz drauf, sieht man gerade leider nicht. Kann ich irgendwie raus? Nee. Werde ich gleich zeigen. Der hat oben Geschütz drauf. Das ist im Prinzip ein Panzer, ja. Und das ist doch schon. Also es ist in gewissermaßen passt zu Battlefield, aber gleichzeitig ist es einfach so ein Bullshit. Und mal welche Polizei. Das hat da oben so ein Ding drauf. Ich glaube, das war tatsächlich dieses. Ich werde es mal ausprobieren. Schauen wir mal. Ich gehe mal kurz hier die. Hey, war der das nicht? Es gibt auf jeden Fall ein Fahrzeug mit Geschütz oben drauf. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. War der das hier nicht? What the fuck? Okay. Ja, werden wir schon noch finden, das Fahrzeug. Es gibt auf jeden Fall Fahrzeuge, die wie das LAV. Ich hoffe, ich sag das jetzt gerade richtig. Also wie dieser Leichtpanzer, ne? Der hat
mit einer relativ hohen Schussfrequenz feuert. Den gibt's hier in einem für Polizisten. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Also muss ja irgendwie schon irgendwie einen Sinn machen, was hier gemacht wird. Ich kann nicht auch als... Es gibt ja auch Raketenwerfer und so einen Scheiß. Ich meine, oder ein... Genau, das muss ja auch noch hier. Das Schild haben wir ja extra in der Folge getestet. Das Schild, das ein... Warum wäre ich denn... Oh. Oh. Jawohl, und der mega geile COD-Revolver hier. Das Schild. Ich meine, welcher Polizist nimmt ein Schild und keine Pistole mit dabei? Also. Oh. Habe ich das Gebäude kaputt gemacht. Also niemand hält einfach nur ein Schild vor sich. Man hat immer eine Pistole in der Hand. Das sind einfach so Details, die mir persönlich einfach. Die mich einfach stören. Zudem stört mich auch, Moment, ich zeig's dir mal ganz kurz, ich finde, das sieht nicht gut aus. Also, das sieht einfach hier alles so ein bisschen... Es ist dieselbe Engine, wenn ich da richtig informiert bin. Aber das sieht irgendwie so ein bisschen, ich habe das in einem Kommentar mal gelesen, plastik-like aus. Und ich finde, das ist auch irgendwie so. Das sieht alles so... Das sieht nicht schön aus, finde ich, die Grafik. Also, auch wenn es dieselbe wie BF4 ist und fast dieselbe wie BF3, finde ich, sieht das nicht gut aus. Nein! Scheiße! Ich war kurz davor, ey. Scheiße, ich hätte es jetzt machen müssen, schade. Das sind alles so Sachen, ja, die einfach nicht zum Setting passen. Wir können dann nochmal ganz kurz hier ins Menü gehen, was hier auch so gibt, was ich auch ein bisschen komisch finde. Auch diese Zipline und so, das sind halt Gadgets. Nutzt die wer? Also irgendwie nicht wirklich. Gerade weil es gab ja so ein Event irgendwie, dass man die Community sollte irgendwie Ziplines. Ich kann mal die Vehicle zeigen, da müsste ja auch eigentlich da sein. Ist denn das Ding? Das hat doch ein Geschütz oben drauf, oder bin ich jetzt bescheuert? Also es gab auf jeden Fall ein Auto mit Geschütz oben drauf. Auf jeden Fall. Oder haben das nur die Banditen? Ich habe keine Ahnung. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Komisch. Ich habe keine Ahnung. Gibt's aber. Oder sie haben es rausgepatcht. Das wäre natürlich geil. Kann ich mir aber kaum... Da war das Geschütz. Hab's gesehen? Mit MG oben drauf oder so. Wobei das ja noch bei Schurken... Naja, bei so Mega-Terroristen kann ich mir das sogar vorstellen. Aber die Cops haben sowas ähnliches auch. Keine Ahnung, was ist. Aber sie haben es auf jeden Fall. Geil. So, wir warten jetzt hier mal auf den. Wo kommt der denn hoch? Wo ist denn die Treppe hier, die nach oben führt? Hier, ne? Ja. So, ich habe ein bisschen... So. So, jetzt warten wir mal hier auf den. Wir campen jetzt hier eine Runde. Da kommt jetzt hier nämlich ganz cool hoch. Oh, sind da ein paar. Lol, der hat den weggemacht. Okay. Jetzt müssen wir die hier recovern. Wie gesagt, das Spiel macht eigentlich schon Spaß. Also manchmal macht es schon Spaß, auf Dauer irgendwie nicht so. Aber es kann schon Spaß machen. Dennoch fehlt mir da einfach die Liebe, mir fehlt da einfach das Neue. Das Setting gefällt mir nicht, das finde ich meiner Meinung nach schlecht umgesetzt einfach. Das passt einfach nicht hinten und vorne, nicht Battlefield und Polizei. Also das ist halt, unter Polizei stellt man sich oder unter so einem SWAT-Team, unter dem, was gibt's denn da alles, unter den, wer hat da Osama getötet? Die Navy Seals, genau. Die gehen taktisch vor, die gehen bedenkt vor, die haben... Ja, die spielen teambasiert und rennen nicht los mit Raketenwerfer und so auf dem Rücken. Und ja, das ist einfach das Problem, das ich mit dem Spiel einfach habe. Boah, Alter. Es gibt hier irgendwelche Perks. Ja, ganz witzig. Es gibt wirklich ein paar nette Ideen. Der hatte zum Beispiel so ein Schild am Rücken. Das wird ihm aber nichts bringen, wenn ich hier meine Gasgranate reinschmeiße. Ja. So. Müsste eigentlich treffen hier. Wo ist denn der Typ hin? Haut der ab? Hä? Okay, der wurde wahrscheinlich schon weggehauen. Wir warten hier. Wir warten natürlich hier oben, weil der muss ja hier hochkommen. Ja, das sind alles Dinger. Ja, und wie gesagt, also. Oh, lol, da ist er schon. Ah, da war er zu langsam, Junge. Ups.
Diese ganze Bugs, dass man spawnt und die Waffe erst nach 5 Sekunden wirklich in der Hand ist, dass irgendwelche Glitches, der Netcode, der schlechte Netcode, das sind alles Dinger, die es in Battlefield 4 schon gab, und das finde ich einfach traurig irgendwie, dass genau dasselbe hier wieder dabei ist. Ja. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich werde das Spiel noch im Auge behalten, vor allem was da noch für Modi kommen werden. Bisher überzeugt es mich überhaupt nicht. Ich habe schon mehrere Stunden gezockt und es macht einfach auf Dauer halt keinen Spaß. Das ist so, irgendwie so ein bisschen vergleichbar vom Spaßfaktor wie Titanfall. Stundenlang gespielt und Spaß gehabt und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man realisiert oder wo man halt irgendwie plötzlich gar keinen Spaß mehr hat. Ja, das ist halt irgendwie manchmal so. Leider. Ich hätte es mir auch anders gewünscht, aber naja. Dann muss halt Rainbow Six her, ne? Mein erstes Rainbow Six wird das dann sein. Vielleicht zocke ich bis dahin mal eins. Schauen wir mal. Der Trailer sah super aus, ohne Spaß. Ich konnte am Anfang überhaupt nicht begreifen, warum Leute Rainbow Six mit, Battlefield Hardline vergleichen können, weil es halt wirklich komplett anders ist. Aber da wird halt vor allem die Umsetzung des Settings verglichen und das kann man durchaus machen, wie die Settings halt umgesetzt wurden. Polizei gegen Cops, und das ist hier einfach nicht gut. Also, das ist mir einfach, ja, wie gesagt, es passt mir einfach nicht so. Denn die oben? Nee. Hier ist irgendwo so eine Secret Waffe, die würde ich mir gerne anschauen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Jetzt bin ich hier runtergesprungen. Irgendwann so ein Vorsprung, oder nicht? Wo ist denn die? Oh Mann, ey. Diese geilen Secret-Waffen. Oh, ich glaube, ich bin an der falschen Seite abgesprungen, ne? Naja, komm, fahren wir nochmal hoch mit dem Fahrstuhl. Das Gar kennen wir ja schon von Battlefield 4. Boah, wie lange dauert denn das noch? 7 Minuten. Schade. Man kommt ja auch nicht durch dieses Glas. Ich hätte irgendwie hier runterspringen müssen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert, ehrlich gesagt. Moment, ich muss jetzt da an der Wand schon nochmal. So, hier, links von mir, rechts von mir. Ich glaube, ich muss. Ich weiß nicht, wo ich runterspringen muss, da drüben. Boah, da sind sie schon oben, ey. Nicht runter! Oh, ey, was ein Spasti. Die können auch nur über. Die Dinge. Über die Deckung drüber springen. Und nicht drauf springen. Gerade der Steam Summer Sale, Thema Wechsel, wir haben genug geredet über Battlefield Hardline. Steam Summer Sale, wie immer geil, bisher waren noch nicht so die Mega-Angebote dabei. Ich habe mir bisher Red Alert 3 habe ich mir gekauft, also Command & Conquer, Red Alert 3. Hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker gehauen. Das Spiel ist mir viel zu schnell, ey, ohne Spaß. Da muss man sich richtig anstrengen. Das mag ich nicht, wenn man sich in einem Strategiespiel voll auf Rushen und so konzentrieren muss. Ich mag es lieber, wenn man erst so, wenn man auch verteidigen kann. Alter, wie hat der mich... Achso, er kam von unten. Wenn man sich so eine Verteidigung aufbauen kann, das geht in Red Alert fast gar nicht. Also das, innerhalb von einer Minute stehen schon die Einheiten in deiner Base, also die gegnerischen Einheiten in deiner Base. Nervig. Ah naja, ich warte jetzt noch auf, ich möchte unbedingt XCOM Enemy Unknown holen. Ich hoffe, es wird noch billiger. 10 Euro ist ja noch ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Ja, Steam Summer Sale muss man mal geizig sein. Und dann noch Arkham Asylum. Das wird Let's Play, Leute. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Arkham Asylum. Dann haben wir alle Batman-Teile durch und können uns auf Arkham Knight freuen. Der kommt dann nächstes Jahr raus. Also ich hoffe, ihr seid da wieder am Start. Ich liebe die Arkham-Reihe. Und Arkham City habe ich so zu Tode gesuchtet. Arkham Origins war nicht mehr so geil. Aber immer noch ordentlich. So, jetzt endlich vorbei, ja. Also hoffen wir, dass Arkham Knight wieder richtig geil wird. Und Arkham Asylum soll ja eh richtig gut sein. Von daher freue ich mich drauf. Und ja, dann würde ich sagen, war's das mit meiner Meinung zu Battlefield 4. Battlefield 4 sag ich schon. Zu Battlefield 4 Mod, ja. Zu Battlefield 4 Mod. Battlefield Hardline. Meiner Meinung nach einfach schlecht umgesetztes Setting und gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, Daumen nach unten. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn ich wieder irgendwas zocke. Ich weiß gar nicht, was spiele ich denn gerade? Forest? Weiß nicht, ob das noch läuft. Ich weiß gar nicht, was die Tage noch kommen. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Die Sommerpause, die ist echt heftig.
Arkham Asylum kommt natürlich bald, ne? Naja, bis dahin und ciao.